Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. In unserem letzten Video zeigten wir euch ja einen Praktikermarkt hier in Leipzig und da hätte ich nie gedacht, dass wir da so viel Zuspruch von euch erhalten. Es sind eine Menge neue Abonnenten hinzugekommen. Wir haben innerhalb von doch relativ kurzer Zeit viele Views bekommen für diesen noch kleinen Kanal und dafür möchte ich mich an dieser Stelle erstmal recht herzlich bei euch bedanken. Solltet ihr das Video noch nicht gesehen haben, verlinke ich euch das Ganze jetzt hier oben rechts. Und wenn ihr noch kein Abo abgeschlossen habt und uns noch nicht unterstützt, dann bitte ich euch natürlich, das jetzt zu tun an dieser Stelle. Ja, jetzt soll es weitergehen mit einem neuen Video und da würde ich sagen, bleibt ihr am besten mal eingeschaltet und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in diesem Video nehmen wir euch mit in die älteste Maschinenfabrik der Stadt Köthen. 1860 gründete Karl Thiel hier die älteste Maschinenfabrik der Stadt. Nach Übernahme der Betriebe durch Julius Wagner erfolgte 1890 die Neugründung als Aktiengesellschaft. Hier war also jetzt die Wagner AG geboren. Die Fabrik mit 5 massiven Hallen besaß eine Lokomotivreparaturwerkstatt und fabrizierte hauptsächlich Maschinen und Apparate für Papier- und Zellulosefabriken sowie für Dampfkessel. Im großen Umfang wurden auch Rohguss an andere Fabriken geliefert, wobei hier Stücke bis zu einem Einzelgewicht von rund 40 Tonnen gegossen werden konnten. Großaktionär zu dieser Zeit war der Jakob-Michael-Konzern aus Magdeburg. 1932 gelang hier die Entwicklung der Papierstoffzentrifuge, zu deren Produktion die Fabrikanlagen der Banning und Seibold Maschinenfabrik in Düren übernommen wurden. ...1934 erfolgte die Gründung der Kranbau Köthen durch Professor Karl Gensel. 1935 wurde das Werk dann an die Junkers Flugzeugwerke verkauft, weswegen Köthen anschließend 1937 direkt eine Garnison, einen Flugplatz und eine fliegertechnische Vorschule erhielt. Als Ersatz erwarb die Maschinenfabrik Wagner eine Maschinenfabrik in Henrichsdorf, wohin der Firmensitz verlegt wurde. Nebenbei erwarb man die Fabrikanlagen der 1854 gegründeten Füllnerwerke in Bad Warmbrunn. Dorthin wurden die Produktionsanlagen aus Köthen weitgehend überführt. Kurz darauf erwarb die Firma das ehemalige Eisenhüttenwerk Marienhütte in Kotzenau, wo die nach Verkauf der Köthener Anlagen fehlende Graugießerei neu eingerichtet wurde. 1939 firmierte die Wagner AG um und baute anschließend 2 weitere Werke. Die Junkers Flugzeugwerke wurden nach dem Krieg liquidiert. In den 50er Jahren entstand nun am Standort der VEB Maschinen- und Schwerfmaschinenbau Köthen, aus welchem sich später in den Folgejahren der VEB Kranbau Köthen entwickelte. In den nachfolgenden Jahren wurde das Werk dem Tagkraftverbund zugeordnet. Produziert wurden vor allem Transportmaschinen und natürlich Kräne. Nach der Wende erfolgte die Privatisierung, Umbenennung, Neugründung und schlussendlich auch der Umzug. Der Stadt Köthen ist man aber nach wie vor traditionsbedingt treu geblieben. Bis heute fertigt die Kranbau Köthen GmbH mit über 200 Mitarbeitern Krananlagen in verschiedenen Größen und Formen sowie Funktionsweisen an und wurde bereits mehrfach dafür ausgezeichnet. Ja, die hier gezeigten Hallen waren schlussendlich, wie auch in den Bleichertwerken zu finden, Hallen, wo man Kräne und verschiedene andere Transportmaschinen zusammengebaut hat. Viel zu erkennen war hiervon nicht, es ist eigentlich eher eine Betonwüste, wenn man so will. Es gab leider wenig zu sehen, trotzdem eine sehr interessante Location mit viel Geschichte, wie sich dann hinterher erst rausstellte. Nun, ich verabschiede mich jetzt noch mit 1-2 Bildern. Bedanke mich für euer Zuschauen. Vergesst nicht, uns einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr Lust habt auf weitere Videos, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Ich danke euch im Vorfeld schon mal dafür und wünsche euch heute noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis dahin und ciao.